Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder von unserer Chaosfarm hier auf dem Kleinsternhof, auf der Kleinstern-Map. Wie auch immer man dazu sagt. So, ich bin gerade noch auf dem Weg zum Händler, denn ich brauche noch ein bisschen Dünger. Ihr seht, das Gerät ist jetzt nicht gerade proppevoll. Wir brauchen hier noch ein bisschen Dünger, damit wir den Auftrag beginnen können. Ich habe nämlich einen angenommen, wo wir ein Feld 19 düngen müssen. Mineraldünger, Big Pack. Da ist nicht viel, aber wir kaufen gleich mal voraus, weil wir werden mehrere Aufträge annehmen. Machen wir mal 4 Stück. Haben wir wieder ein bisschen was investiert. Dann fahren wir mal noch ein bisschen näher ran. Und ihr seht es bereits, ich habe das Lenkrad ein bisschen geswitcht. Wir sind immer noch auf der Seitenkonsole von Cytec, Logitech. Sind jetzt aber auf das G29 umgeswitcht mit einem John Deere Schaltknauf. Ein bisschen vor. Ich wollte mal ein bisschen das Ganze noch aufwerten, um euch das zu präsentieren, was wir denn für Möglichkeiten haben. Das G29 an sich ein sehr gutes Lenkrad für den Preis, wie ich finde. So, dann müssen wir noch das Gewicht anhängen. Und alleine trotzdem von dem regulären Farmsim-Lenkrad auf das G29, das sind schon Welten, ganz klar. So, und dann fahren wir mal Richtung Feld 19. Alleine, dass wir jetzt hier Force Feedback haben, dass ich die Stärke, die Lenkstärke etc. alles einstellen kann, macht es doch noch mal ein bisschen authentischer. Aber keine Sorge, wir werden spätestens zum Review noch mal das Lenkrad ausführlich auseinandernehmen, aber voll in die Eisen, junge Frau. Yeah. Um dann auf jeden Fall auf die Pro und Kontras von dem Lenkrad einzugehen. Jetzt aber machen wir mal weiter mit dem G29. Ja, es hat sich auf jeden Fall noch ein bisschen was getan hier an unserem Hof. Und mir ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Muss ich leider zugeben. Und zwar war ich wie immer so schlau. Man sollte das eigentlich nicht machen. In einem Video ein Datum nennen. Ich habe nämlich im gestrigen Video, das gestern Abend kam, erwähnt, dass ich gestern Morgen streame. Ich habe gestreamt von 9 Uhr bis 11 Uhr oder 12 Uhr. Ich weiß nicht mehr genau. Wir waren locker 3 Stunden beim Rübenernten auf dem Feld 19, wo wir jetzt gerade hinfahren. Es war eine Sträflingsarbeit, wirklich eine Sträflingsarbeit, aber ihr habt mir auf jeden Fall genügend Freude bereitet, um das durchzuziehen. So, ich glaube, hier hoch müssen wir und dann nochmal geradeaus. Genau, so. Wenn ihr Bock habt, beim nächsten Mal dabei zu sein im Stream, um mich tatkräftig zu unterstützen, schaut gerne in die Beschreibung, da findet ihr den Link zu Twitch. So, wir fangen ganz hinten an und dann switchen wir kurz rüber in den Hof, weil da gibt es noch einiges zu zeigen. Dann lassen wir den Helfer mal kurz arbeiten. Gut, switchen wir mal rüber. Ich habe einmal umgestellt, dank eurer Hilfe, den Motor aus, weil wenn ich hier immer hin und her switche und jedes Mal es wieder angeht und wieder angeht, das fand ich selber so nervig, deswegen schalte ich es jetzt alles selber an. Das war einmal die Veränderung. Dann die zweite Veränderung. Den Kontostand habt ihr gesehen, haben wir ein bisschen hochgepusht, weil wir ja im Stream gearbeitet haben und von dem Geld haben wir uns noch ein bisschen was geleistet. Grüße gehen raus an den Pierre.
Der hat gemeint, komm, pack doch hier einfach, durch das, dass wir noch ein paar Rüben übrig hatten, hier ein Silo hin. Mit dem vorderen Silo funktioniert es ja nicht. Deswegen haben wir das hier hergestellt. Ich finde, das passt eigentlich ganz, ganz gut hierher. Zu unserem kleinen, aber feinen Hof. Und dann wollten wir ja eigentlich noch shoppen gehen. Nämlich Grüße auch an den Alpha Hawk. Der hat mir in die Kommentare geschrieben, durch das, dass wir jetzt unbedingt dieses Mal Silage machen wollen, muss ich mir natürlich einen Feldhäcksler kaufen. Ich habe bereits den Mähdrescher oder Maisdrescher, keine Ahnung, wie man das sagt, habe ich zurückgegeben, weil diese Mietkosten können wir uns natürlich sparen. Und wollen heute eigentlich darauf hinarbeiten, damit wir uns bald den leisten können. Nämlich dieser Pöttinger, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, der kostet 25.000 Mark. Dann müssen wir noch zwei, drei Aufträge machen, damit da was dabei rumkommt. So, jetzt wollte ich mal kurz anschauen, wie das aussieht, wenn man hier so hoch fährt auf unseren Hof. Ja, ich finde, das kann man lassen, oder? Sieht doch recht ordentlich aus. Ich könnte jetzt entweder hier geradeaus hoch zum Ausladen. Hinten wird es natürlich ein bisschen schwierig, da werde ich nicht rumkommen. Aber wir könnten ja hier hinten rum noch einen kleinen Weg machen. Hier rüber, hier durch zum Beispiel. Und dann könnte man hier drauf fahren und abladen und dann gleich wieder weiter. So wird auf jeden Fall unser Plan sein. So, jetzt gucken wir aber mal kurz ins Menü rein. Ihr habt mir ja gesagt, erstens mal ganz böse im Kommentar, Mensch, Kalle, nimm halt mal eine Anleitung in die Hand. Und ich so, nö, nö, ein Mann braucht keine Anleitung, aber okay, ich bin ja willig, ich habe die Anleitung bei mir. Und ich habe mir eigentlich reingeschrieben, ich soll den Feldhäcksler hier, den Pöttinger, kaufen für 38.000 Mark. Wenn ich jetzt aber auf das untere Symbol schaue, ist es laut Anleitung Häckselgut. Heißt es dann automatisch, Häckselgut kann ich auf Silage umwandeln. So sieht's aus. Okay. Anleitung hat doch geholfen. 38.000 Mark müssen wir erwirtschaften. Dazu müssen wir, wie gesagt, noch ein paar Aufträge annehmen. Düngen. Mal schauen, wie lange der unterwegs ist. Wir könnten grubbern, weil wir haben selber einen Grubber. Den nehmen wir an. Und dann schnappen wir uns den Grubber und fahren gleich den Auftrag an. Lassen dort auch einen Helfer arbeiten, dass da ein bisschen was nahe geht. Dann haben wir immer noch einen Traktor frei, wo man jetzt vielleicht irgendwas noch wegfahren könnte. Bla bla blub. Vielleicht ist bis dahin auch der Düngerkollege schon fertig. So, wir haben hier, guck, genau ansehen könnte man noch. Hier haben wir den Grubber. Oder ist das eine Egge? Worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen einem Grubber und einer Egge? Eine Egge! So, und wir haben gesagt, auf welchem Feld? Grubbern, Feld 20. Oh, das ist auch wieder so. Ihr müsst euch mal vorstellen, das Feld 20 zu grubbern, das dauert einen Arsch voll Zeit. Und was kriegen wir dafür? 20.000 Mark. Eigentlich ja Minusgeschäftle. Aber okay. Fahren wir auch kurz hin. Uns hilft momentan jede Finanzspritze, die wir kriegen können. So, normalerweise kann ich eigentlich oben entlang. Da müssen wir eigentlich auch vorbeikommen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja, genau, weil das Feld 20 haben wir im Stream bearbeitet. Und da könnt ihr euch gleich mal anschauen. Dort haben wir die Rüben abgeerntet. Das war eine Sträflingsarbeit vom Allerfeinsten.
Also wenn ihr mich fragt, Freunde, ich würde ja in Zukunft sagen, guckt die Lehrer, vergiss es, Tafel, schreib 100 Mal, bla bla bla. Hier, 3 Stunden auf den Acker und Rüben ernten. So, und dann starten wir hier noch. Da können wir auch den Helfer einsetzen. Und dann schauen wir gleich weiter. Was macht unser Kollege? Was macht unser Kollege? Schauen wir mal rein, wahrscheinlich schon zur Hälfte fertig. Könnte ich mir vorstellen, dass er nur noch den Rest machen muss. Wachstum hier. Ah, okay, der müsste ja eigentlich fast fertig sein, deswegen. Wunderbar, dann können wir nämlich nochmal einen Düngerauftrag annehmen. Also die Mod, die macht es schon um einiges einfacher. Vertrag akzeptieren, weil dann geben wir das Gerät gar nicht erst zurück, sondern fahren dann gleich weiter zum nächsten. Feld 19 abgeschlossen. Wunderbar, Helfer aus. Was haben wir gesagt? Welches Feld war es? Feld 19. Das ist fertig. Der hat doch gerade abgeschlossen. Feld 18. Feld 18 gleich nebenan. Wunderbar. Gucken wir da irgendwie runter? Vermutlich nicht, oder? Da wird es zu steil runtergehen. Dann fahren wir mal eins weiter. Ja, Freunde, ihr seht also, ich muss noch hier mit mir ein bisschen kämpfen, mit mir ein bisschen hadern mit dem Spiel. Kleine Schritte, aber wichtige Schritte, würde ich sagen. Es kommt so langsam aber sicher Geld rein und das ist absolut wichtig für uns. Hier vorne haben wir schon das Feld 18. Und in dem Sinn, Freunde, würde ich jetzt mal das Video nochmal beenden, weil ich Kasper habe halt wieder den Timer vergessen zu stellen. Und ich möchte eigentlich so eine Viertelstunde, 20 Minuten maximal machen für eine Serie, weil alles andere macht keinen Sinn. In dem Sinn würde ich nochmal sagen, ich hoffe, es kommt so ungefähr hin von der Zeit. Es hat sich viel getan, wir haben viel gemacht im Stream, werden noch einiges tun. Es gibt viel zu tun. Lasst mir gerne ein Like da, ein Abo, wer es noch nicht getan hat. Ihr wisst, es kostet wie immer nichts. Und in dem Sinn würde ich sagen, danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dann, euer Yogi. Ciao.